So, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen im VIP-Bereich des FC 08 Villingen zur Pressekonferenz nach der Begegnung des FC 08 gegen den Freiburger FC. Ich begrüße die beiden Trainer hier bei mir. Zu meiner Linken der Gästetrainer Ralf Eckert und rechts wie gewohnt Martin Braun. Und ich bitte den Gästetrainer um seine Eindrücke vom Spiel. Ja, wenn man es so sieht, nachher muss man sagen, dass wir heute viel Portion Glück gehabt haben, erarbeitetes Glück und auch zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Ich habe aber eine Freiburger Mannschaft heute gesehen, wo gefeitet hat, wo auch teilweise in der ersten Halbzeit gute Bälle durchgesteckt hat. Da hätte man müsste den letzten Ball besser durchspielen, um noch ein Tor nachzulegen. Aber ohne Wenn und Aber natürlich, Villinger hat eine hohe Kompetenz, ja, im fußballerischen Bereich hat auch viel Standardsituationen sich erarbeitet, ja, und die, da kommen schon geballte Männer auf einen zu und da hatten wir Glück. Heute würde ich sagen, wir hatten letztes Jahr super viel Glück und diese Saison gar nicht eigentlich und heute hatten wir ein bisschen Glück, aber man soll es auch so sehen, die Jungs haben trotzdem gut gespielt. Wir haben heute in Villingen gespielt, da will ich nur mal kurz das erklären. Vor 3 Jahren war ich eigentlich froh, wenn der Martins Telefon abgenommen hat, weil er Werte hat, wo wir in der Landesliga waren, haben durfte Freundschaftsspiel machen. In der Verbandsliga waren wir froh, hier Freundschaftsspiel zu machen. Und jetzt gewinnen wir in der Oberliga heute. Das ist eine gute Entwicklung gegen Villinger Mannschaft, wo ich gut finde. Und kann auch da nur sagen, ich kenne den Martin von früher, vom SC Freiburg. Und Villingen kann eigentlich stolz sein, dass es so ein Mann hat, der könnte auch woanders arbeiten mit seiner Kompetenz und dadurch bin ich heute natürlich glücklich, dass wir gewonnen haben, aber riesen Respekt auch vom Trainerkollege, weil er jahrelang die Werte vorgelebt hat und ich als kleiner Junge auch zum Hoch geguckt habe. Natürlich sind wir stolz, dass wir heute gewonnen haben. Ja, Ralf, danke erstmal natürlich für die Worte. Trotzdem bin ich natürlich schon heute enttäuscht, weil wir zum wiederholten Male ein Spiel verloren haben, in welchem wir sicherlich nicht schlechter waren als der Gegner. Und das ist die große Problematik in der Saison, dass es schon mehrere Spiele gab, in welchen wir sicherlich genauso gut hätten 3 Punkte holen können. Und wir haben es noch nie geholt. Und das ist natürlich auch eine Frage der Qualität. Ich würde mal sagen, dass heute für mich 3 Dinge zusammengekommen sind. Angefangen hat so, dass wir, finde ich, gut ins Spiel gekommen sind, sehr kontrolliert waren, dem FFC keine Möglichkeiten gegeben haben, gefährlich zu werden. Hatten dann 2, 3 sehr, sehr große Torchancen. Kai, Tobi Weishaar, ziemlich große Torchance. Christian, ganz, ganz große Torchance. Bevor der FFC 1, 2 Mal halbgefährlich vor das Tor kam. Dann gab es vor der Halbzeit nochmal 2 große Torchancen, unter anderem von Bene Heib. Dann machen wir das 1-0 und dann wir machen das 1-0, der Schiedsrichter gibt dann Abseits. Werde ich mir anschauen im Fernsehen, würde mich aber überraschen, wenn es Abseits gewesen wäre. Ich gucke mir es aber trotzdem an. Dann das Gegentor ist natürlich dann auch völlig unnötig, nachdem wir einen Gegenspieler frei köpfen lassen. Dann haben wir noch die Chance, den Ball von der Linie zu schlagen und dort den Ball anzunehmen und dann versuchen zu dribbeln, ist natürlich dann schon grob fahrlässig. Sodass man nach meiner Meinung, anstatt in Führung zu liegen, dann in der Halbzeit in Rückstand gelegen haben. Erik Raab, der die ganze Woche eigentlich nicht trainieren konnte, weil er krank war, hat dann gesagt, dass es körperlich nicht mehr ging. So dass wir dann umgestellt haben mit Ali Günes. Zuerst, davor hat man nochmal eine riesen Torchance vom Tefik Zeland, der aus meiner Sicht einen Baller eigentlich auch ins Tor schieben muss aus 8 Metern. Und dann hat man halt dann schon gesehen, dass der Ali halt dann eine Abschlussqualität hat, die bei uns im Großen und Ganzen fehlt, weil er natürlich ein Fehler vom Gegner, aber er bleibt dann ruhig, 2 Kontakte, so wie ich es eigentlich immer sage, und haut den Ball ins Tor. Danach unnötiges Gegentor wieder. Sind trotzdem was in Ordnung war, dass wir dann immer wieder trotzdem weiter versucht haben, machen dann auch noch durch eine Standard 2-2. Und das 3-2 ist dann so ein Tor, finde ich persönlich, wo der Ralf dann auch recht hat, wenn er sagt, dass seine Mannschaft Qualität hat. Denn der Wolleschuss, das war eine richtig gute Aktion, den Ball muss man erstmal so treffen.
dass er dann dem anderen vor den Fuß fällt, ist dann auch das notwendige Glück, was man braucht. Wir hatten dann sogar noch eine große Chance zum 3-3 nach der Flanke von Christian, glaube ich, als drei Mann von uns einen Millimeter zu kurz kamen, machen dann das 3-3. Schiedsrichter pfeift auch wieder ab. Aus meiner Sicht auch eher schwer nachvollziehbar. Ich habe da kein gefährliches Spiel vom Ali Günes gesehen. Sodass ich sagen muss, Niederlage, drei Komponente, das eigene Unvermögen beim Abschluss, aus 8-9 Torchancen nur 2 gemacht, dem Gegner 2 Tore geschenkt und dann würde ich mal sagen 4-5 entscheidende Spielsituationen, die meines Erachtens alle gegen uns getroffen wurden. Das kam dazu und dann ist es halt schwierig, so ein Spiel zu gewinnen und wir müssen daran arbeiten, dass wir die engen Spiele gewinnen. Das ist so und da geht es nur über, das ist auch eine Sache von Wille und sich durchbeißen wollen und können und die fehlt uns momentan in der Breite. Deshalb müssen wir daran arbeiten. Ralf, wünsche ich alles Gute, kann die Worte, die Ralf mir gegenüber gesagt hat, zurückgeben. Tolle Entwicklung des Vereins, absolut. Und ich hoffe, dass wir uns dann in der Rückrunde sehen und beide Mannschaften schon ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben. Danke. Soweit die Trainerstimmen, Fragen der Presse. Frage an Martin Braun. Martin, du hast für einen Vorbericht im Gespräch gesagt, der möglicherweise entscheidende Eckpunkt sei die Defensivarbeit, die weiter so konsequent zu haben sein sollte. In den Spielen zuvor, wie erklärst du es dir, dass es dann doch nicht so konsequent war in diesem Spiel? Es war sehr konsequent bis zur 45. Minute. Bis dahin hatte der FFC meines Erachtens keine richtig gefährliche Aktion gegen eine Mannschaft, die sehr viel Potenzial hat im Spiel nach vorne. Dann zweite Halbzeit war mein Eindruck, dass die Jungs etwas euphorisch wurden, was auch irgendwo nachvollziehbar war und früher draufgegangen sind und damit dem FFC eher die Möglichkeit gegeben haben zu kontern, was der FFC gut macht. Und von dem her war das dann in der zweiten Halbzeit eher ein offener Schlagabtausch, was nicht so gewünscht war, aber was dann manchmal aus dem Spielverlauf her so entsteht. Die Problematik war aus meiner Sicht nicht unbedingt das Defensivverhalten. Ich bin nochmal der Meinung, dass wir mit den 6 Chancen in der ersten Halbzeit mindestens 2-3 Tore machen müssen. Da standen wir 3-4 Mal sehr, sehr alleine vom Torhüter des Gästetorhüters. Und das ist dann die Problematik. Ich glaube, wenn wir in Führung gehen würden, dann hätten wir sicherlich auch große Chancen gehabt, weiter defensiv stabil zu bleiben. Aber wenn du immer hinterherläufst, dann musst du irgendwann auch mal ein bisschen aufmachen und deshalb war es defensiv nicht ganz so stabil wie die letzten Spiele, aber aus meiner Sicht auch viel dem Spielverlauf zuzuschreiben. Denkst du, dass bei Ali Günes die Aussicht besteht, dass er im nächsten Spiel vielleicht mal von Anfang an mit dabei ist? Er hat uns heute gesagt, er wäre etwa bei 100% jetzt langsam. Der Ali letzte Woche hat er mir am Samstag Abend Bescheid gegeben, dass er krank ist, dann hat er diese Woche trainiert und dass der Ali Qualität hat, das wissen wir alle. Ich muss für mich immer überlegen, ich habe ihn dann mal gegen Spielberg relativ früh gebracht, nach 7 Minuten und dann musste er in der Halbzeit verletzt raus. Und das ist für einen Trainer eine ganz sensible Aufgabe, da auch zu schauen, wann er einen Spieler bringt, ohne in ganz große Verletzungsgefahr einzugehen. Und das ist die Überlegung, die ich immer vor jedem Spiel habe, oft mit dem Ali auch gemeinsam bespreche. Mal schauen, wie schnell er dann auch so weit ist, dass er von Anfang an spielen kann. Es gab ja zwei Spieler, die vergangenen Spieltag angeschlagen vom Platz mussten, Benne Haupt und Jago Maric. Benne hat heute gespielt, Jago nicht. War das eindeutig oder war das auch was auf Kante war? Nee, das war eindeutig. Er hat eine Untersuchung und hat eine Zerrung im Oberschenkel. Von dem her war es klar. Und mal schauen, wie es nächste Woche aussieht. Frage an Herrn Eckert. Ihre Partie nächste Woche gegen KSC soll ausfallen oder verlegt werden? Was sind da die Gründe?
Sicherheit? Ja, das ist ein Sicherheitsspiel, so nennt sich der Begriff. Ich kann es nicht genau sagen, weil sich dann ein paar Menschen angeblich vielleicht treffen, wo nicht so sympathisch sind und dadurch wird das Spiel verlegt. Ob das immer so ist, weiß ich nicht, aber das ist der Hintergrund. Was ich vielleicht ganz kurz noch sagen wollte, weil ich war ja vorhin ganz ruhig, wir haben ja heute glücklich gar keine Frage. Wäre aber schade, wenn ich lesen würde, dass wir nicht Fußball gespielt hätten und nicht Chance rausgespielt hätten. Das sehe ich ein bisschen dann ab und zu auch anders. Wir hatten auch vernünftige Torchancen und wir haben gegen gute Gegner gespielt, gegen gute Freiburger. Nicht, dass das falsch rüberkommt, aber in gewisse Situationen hatten wir schon super Glück. Aber wir hatten auch einen Raul Sig, der heute hammermäßig gespielt hat, und einen Erik Uetz. Ich laufe wie eine Rakete. Ja, und die Jungs, wo reingekommen sind, hinten drin in der Viererkette, ist nicht so einfach gegen so Männer. Ja, mit 20 Jahren, das wollte ich nur ein bisschen sagen, aber das Glück bleibt trotzdem bestehen. Das wäre hart, wenn ich jetzt nach 4 Minuten was anderes sagen würde. Okay. Das war's für heute. Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken, Ihnen noch ein schönes Wochenende wünschen und freue mich aufs nächste Heimspiel. Bis dann. Tschüss.